auch ganz klar zum Beispiel von der AfD ab. Wo ist da der entscheidende Unterschied zwischen Ihnen? Ja, lassen Sie mir zu dem Zitat schon noch mal was sagen. Ich habe es erstens deutlich gekennzeichnet und habe davon gesprochen, dass in dem Fall, wenn über lange Zeit wer da ist, der aber nach einem rechtsstaatlichen Verfahren, weil er Wirtschaftsmigrant ist, eine Ablehnung hat, er sich aber trotzdem einbringt in die Gesellschaft, da müssen wir uns Gedanken machen, was wir mit dem machen, weil sonst nach dem rechtsstaatlichen Prinzip wäre es chancenlos, den zurückzuführen. Was Herr Ajouri auch und das ist ja genau der Hintergrund, den Herr Trittin nicht verstanden hat. Ja? Dass wir jetzt Sie auch, wollen ein bisschen weil, Vorurteile schüren. Weil, wie gesagt, wir haben ja Beschlüsse gefasst. Das, was in Herrn Ajouri umtreibt, ist, dass die Unternehmen Sicherheit brauchen. Wenn sich wer einbringt und sagt, er sagt ja zu dieser Gesellschaft, weil er Bleibeperspektive ohnehin hat, weil er einen Schutzgrund hat, weil er hier Qualifikation machen will, weil er das alles nutzen will, was wir ihm als Chance geben, in Bayern 60.000 Ausbildungsplätze oder auch Praktikumsplätze geschaffen für Zuwanderer aus 2015, 2016. Wir geben ihm die Chance, schauen wir mal, ob er sich bewährt, aber dann greift er zu und das ist für mich gelingende Integration, wenn Sprache und Eigenengagement passen. Der sich nicht einbringen will, der neben uns oder gegen uns leben will. Also soll illegale Einwanderung legalisiert werden, die Tür nach hinten offen. Ja, Frau Weidel, Sie, die illegale Einwanderung wollen Sie legalisieren. Machen Sie erst einmal den Zuschauern klar, dass Sie sich von Herr Gauland und Herrn Höcke distanzieren. Das muss man sich merken. Herr Gauland, Herrn Höcke als die Seele der AfD bezeichnet hat. Für mich ist er einfach ein Rechtsradikaler. Und das ist genau die Abgrenzung zur AfD. Genau die Abgrenzung zur AfD. Das ist dann auch eine eigenartige Diskussionskultur, könnte aber auch daran vielleicht liegen, dass... an den Häppchen, die hinten gereicht nee, das